Die Naherholungsgebiete rund um Innsbruck bieten viel Raum, nicht nur zum Spazieren. Sozialhistoriker Bernhard Katan interessiert sich für das, was abseits des Weges liegt. Dutzende mehr oder weniger originale Komposthäufen. Immerhin lässt sich damit Innsbrucker Alltagskultur ein Stück weit zurückverfolgen. Das ist zum Beispiel eine unechte Form der Kompostierung. Da wird einfach ein Haufen Mist und Heu und Strohabfälle hingeschüttet, ne? Und das kann man sich selber überlassen. Das ist also jemand, der richtig kompostiert, wird das nicht machen. Der wird immer schauen, dass es mit unterschiedlichen Materialien vermischt ist. In der heutigen Landwirtschaft geht es um Massen, um Mengen, und da wird irgendwas ausgekippt zum Beispiel und in der Absicht, dass man es einmal verwertet. Ne? Wenn man aber keine Zeit hat, ist auch kein Drama. Das wird vergessen und baut sich ab, und innerhalb von 5-6 Jahren ist ein Misthaufen verschwunden. Da sehen wir Gartenabfälle vom letzten Jahr, Krautköpfe, Sprossenkohl und ähnliche Sachen. Das hat man nicht verkauft, und das Einfachste ist, das wieder einfach einzuarbeiten. Ne? Das wird mit der Bodenfräse zerkleinert und direkt in die Erde eingebracht und verrottet dann sehr schnell. Wir stehen jetzt vor einem Komposthaufen, der aus der Biotonne kommt. Und wenn man diesen Kompost anschaut, ist es überhaupt nicht schwer, sehr viele Sachen zu finden, die in die Biotonne wandern. Ein Elektrodraht, der reinkommen ist. Da sind zum Beispiel Hühnerknochen, sind sehr viele da. Oder andere Knochen, das ist von einem Huhn. Dann sind Nägel drin, Plastikabfälle. Dann, das ist noch ein kleines Reststück von einem Joghurtbecher. Da ist Glas drin, wie das Glas reinkommt, weiß ich nicht. Nussschalen, die verrotten sehr schlecht. Also, aber man könnte es jetzt durchgehen mit dem Sieb und könnte richtig lesen, was die Leute alles konsumieren und wegwerfen.